Buddel den Weg frei. Ja, hier ist wieder dieses Problem mit... deine Schaufel ist höchstwahrscheinlich schon längst kaputt. Also lieber eine Diamantschaufel reinpacken. Was ich hiermit ja auch mache, ist dir Verbesserungsvorschläge geben. Und das darf ich ja. Ist jetzt mal episch. Direkt daneben ist ein Weg, der zur Natur führt. Das finde ich mal genial. Hübsche Idee. Was ich auch schade finde, so in der Adventure Map Szene, man spielt eine Adventure Map und egal, wann die gebaut worden ist, die nächste, bei der man sowas Ähnliches sieht, ist oder das gleiche ist, egal wann sie gebaut worden ist, ist automatisch nachgemacht. Es sei denn, man wird darüber benachrichtigt. Ey, du vertust dich da gerade voll. Die Lederkappe weg, der Clay weg. Mal das alles, was ich jetzt wirklich gar nicht brauche, weg. Damit ich ein bisschen die Tür weg, die Bilder weg. Hosen, Shirt, Clay. Ups, die Tür weg, den Pumpkin behalte ich, den habe ich aus einer Truhe. Schuhe weg, den Pfeil weg, die Melone weg, den Sandstein und die Feder weg. Können wir Clay sammeln gehen? Ich könnte vielleicht ja ein Brickhaus bauen. So mit Brickdach und alledem. Ich frage mich aber, wohin der Ausgang denn führen soll. Plop, 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 plop. Es dürfte ja eigentlich nichts mit Wasser von der Decke fallen zu tun haben. Aber ich mache trotzdem alles weg. Ob es jetzt in Anführungszeichen nur für den Stäbchen da ist. Ist ja nicht auszumachen. Aus dem Grund einfach alles niederknüppeln. So wie im echten Leben auch. Kommt euch etwas dumm, einfach niederknüppeln. Die Person wird zwar vielleicht stärker sein oder das Ding, aber ihr habt sie niedergeknüppelt. Nee, es ging nur um das eine. Höchstwahrscheinlich habe ich es jetzt schon übersehen. Es ging nur um Stäbchen, jo. Kann ja auch sein, habe ich kein Problem mit. Hallo, Weg, den man eigentlich gehen muss. Au. Au. Ach so, man soll sich ja halt das eigentlich verstecken. Au. Hör doch auf, mich zu zerquetschen. Da, diese Statue scheint die Energiequelle zu sein. Sprengen Sie mit dem TNT in die Luft und folge dem. Dem was? Lust und Fahrt. Oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt runter und sterbe. Der Ender ist besiegt, der Sturm ist vorüber und die Menschheit wird wieder aus ihren unterirdischen Bunkern kommen können und ihr Leben fortsetzen. Folge nun dem Tunnel nach draußen. Credits Mirror Monkey 2. Für eine tolle Stimmung spiele Cat ab. Peaceful. Ich habe Musik sowieso aus. Denkt euch jetzt einfach Cat. Peaceful. Licht. Ich sehe da hinten Licht.
ist meine Reise denn nun vorbei? Nach, ich schätze mal 2 Stunden. Ich habe ja sowieso so ein super schlechtes Zeitgefühl. Sonne. Tiergeräusche. Glückwunsch. Es ist Schluss. Gibt's jetzt? Na, die Taste wollte ich gar nicht. War's das jetzt? Sang- und klanglos Glückwunsch? Ich hätte jetzt irgendwie noch einen vielen Dank fürs Spielen dieser Map und all das erwartet. Ich habe Ansprüche, so kleine. Aber die Map wurde ja nicht für mich gemacht. Die wurde ja für jeden gemacht. Ich ziehe mal mein Resümee. Also es gab 1, 2 Rechtschreibfehler, über die einfach hinwegsehen. Ist ja nicht schlimm. Kann jedem mal passieren. Passiert ja immer mir. Groß-Kleinschreibung, mein Freund und Helfer. Jedoch, das ruckelt wunderschön. Jedoch dieses eine Dings da mit Untaste Gedöns habe ich überhaupt nicht verstanden. Verstehe ich auch immer noch nicht. Es wäre lieb, wenn einer von euch mich aufklären könnte oder Mirror Monkey 2. Wenn du mich dann aufklären könntest. Also es war jetzt so für die letzten Meter der totale Abfuck für mich und das hat sich natürlich auch auf meine Stimmung geschlagen. Wobei ich mich hier nochmal für entschuldigen möchte. Eigentlich möchte ich das ja einigermaßen ordentlich präsentieren. Das hier finde ich ganz süß. Ist ja auch mal so eine kleine Abwechslung. Es wäre schön gewesen zu wissen, dass man mit diesen Lohenruten etwas anfangen. Ja, natürlich, es ist der normale Score. Wie bei jedem anderen Adventure auch. Wäre trotzdem schön gewesen, irgendwie, dass man die am Ende irgendwo einschmeißt und wenn man. Was weiß ich, für jedes kommt man irgendwie ein Stückchen weiter und man hat dann im Endeffekt irgendwas davon. Das wäre mir lieb gewesen. Der Teilchenbeschleuniger. Es ist wohl einfach nur aus Jux und Tollerei hier eingebaut. Ja, Jux und Tollerei. Sage ich gar nicht zu. Ich finde es schick. Also ich finde den schick aufgebaut. Wobei ich mich frage, was der Diamantblock hier zu suchen hat, der über der Lava steht. Beziehungsweise stand. Das mit den einzelnen Flügeln finde ich ganz toll. Wieso brennst du hier eigentlich? Ist hier irgendwo. Ach so, du hast hier mit Lava ferngehalten. Ich bin ganz ehrlich. Also man kommt hier rein mit Schaufel. Gut, das verstehe ich. Aber unterste Reihe, der zweite von links. Gehen wir mal. Unterste Reihe, der zweite von links. Das wäre hier. Das wäre von rechts. Oder hier. Oder wie soll man das verstehen? Es ist einfach nur total komisch. Das ist wirklich das, was mich jetzt haupttechnisch hier dran stört. Unterste Reihe, zweite von links. Hier, was ich Input.
Es ist. Ich nehme jetzt gerne auch nochmal hier alles auseinander. Irgendwie hätte ich die Tür doch auch noch öffnen müssen. Und dieses A, unterste Reihe, der zweite von links. Ich weiß nicht, was mit A gemeint ist. Ich bin halt ohne Information. Ich hänge. Basta. Und wieso die Tür hier überhaupt nicht aufging? Vielleicht ja ein Verarbeitungsfehler. Dass da irgendwas passiert ist. Ich kann auch irgendwas übersehen haben, dass ich. Ich frage mich. Habe ich jetzt, ja, ich habe jetzt das Redstone kaputt gemacht. Ich gucke mir gerade die Map nochmal so an. Also sie ist schick, sie ist schön. Das, möchte ich betonen. Und jetzt hängt gerade Minecraft, was ich nicht mag. Holzdruckplatte, ich brauche mal ganz kurz eine Holzdruckplatte. Tu mir eine Items, tu mir einen Gefallen. Tu mir einen Gefallen, ne? Too many items. Ja. Eine Holzdruckplatte wird hier von allen drauf ausgelöst, was drauf liegt. Ach so, du hattest da irgendeinen Denkfehler drin. Aber auch egal. Ich danke fürs Zugucken. Wünsche noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Adventure Minecraft. Und ich hoffe, ihr bringt mir ein, zwei Antworten auf meine offenen Fragen. Die Map ist aber ansonsten gut gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich eine weitere Adventure Map von dir finden würde. Oder du mir in den Kommentaren eine reinschreibst, wie du magst. Bis denne. Tschüss.